Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir werden heute ein weiteres Mal eine Baureihe 425 fahren in einem kleinen Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design. Und zwar werden wir in diesem zweiten Teil das Triebfahrzeug von Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis nach Kelsterbach steuern. Und nachdem wir im letzten Teil ja von Kelsterbach nach Frankfurt gefahren sind, werden wir diesen Zug nun zurückbringen. Und ja, ihr kennt das, Fair System Sound Design, muss ich nicht viel zu sagen, äußerst real, mit sehr realen Bahnhofsansagen. Der Zugchef wird sich zu Wort melden, beziehungsweise es werden sehr reale Stationsansagen zu hören sein und der Lokführer wird sich melden. Und ja, ihr kennt das. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Soundsystem wurde aktiviert. So, wir öffnen als erstes natürlich die Türen. So, dann erstmal aufrüsten. Aber natürlich. So. So, der Regionalexpress verlässt schon diesen tollen Frankfurter Hauptbahnhof. Unsere Ausfahrt findet 15:04 Uhr statt. So, und da kommt schon die nächste S-Bahn. So, und unsere Stationen sind Niederrad, Stadion, Gateway Gardens, Flughafen und schließlich Kelsterbach. So. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Und so sieht. Die Skyline von Frankfurt. Einfach nur mega. Mega schön. So, und für alle, die vielleicht mit diesem Fair System Sound Design noch nicht so viel anfangen können, es gibt diese Seite Fair System Sound Design und dort kann man sich kostenlos dieses Sound Design runterladen. Und es gibt dazu ein paar Gratis-Szenarien, die man da fahren kann, um das Ganze kennenzulernen. Alle weiteren Szenarien sind kostenpflichtig, bewegen sich so in dem Bereich von 10 bis 20 Euro, manche auch 25 Euro. Ja, aber es wird dort auch alles beschrieben, wie das funktionierte. So, wir haben Ausfahrt. Auf geht's. Erste Station, Niederrad.
40. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, aber das ist doch sehr, sehr nett. So, dann dürfen wir jetzt auch auf 60 beschleunigen. Und meine Frage an alle, die in Frankfurt und Umgebung wohnen, fahrt ihr oft mit der S-Bahn oder fahrt ihr generell viel Zug, um zur Arbeit zu gelangen oder zur Schule oder? Würde mich interessieren, ob ihr wirklich viel so mit der S-Bahn dort fahrt und ob sich die Ansagen wirklich da so genauso anhören, wie hier im Spiel wiedergegeben. Also würde mich sehr interessieren, wenn ihr da Erfahrung habt, teilt es gerne in den Kommentaren. Schöner IC mit Werbelok und Steuerwagen. Genial. So, wir nähern uns Niederrad. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Einigermaßen pünktlich, möchte ich betonen. Das ist ja auch nicht immer unbedingt Fakt. So, wir haben noch eher angehalten und haben eher die Türen offen als der Regionalexpress, der anhält und wieder weiterfährt. Es lebe der KI-Verkehr. Er hat beschlossen, nein, die Fahrgäste dürfen hier nicht aussteigen.
Ich fahre einfach weiter. Ein bisschen antäuschen und dann geht's weiter. Böser, böser Regionalexpress. So, viel zu gucken gibt's ja auch nicht, würde ich sagen. Ist halt, ja, ein Vorort von Frankfurt. Aber ich glaube, Frankfurt ist auch ein schöner, also Frankfurt Hauptbahnhof ist, glaube ich, auch ein schöner Ort zum Spotten. Und ich glaube, das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Wobei das ja ein Kopfbahnhof ist und Kopfbahnhöfe, da sind Vorbeifahrten eher ausgeschlossen. Und ja, stellt sich die Frage, sind Kopfbahnhöfe wirklich gut zum Spotten? Ich weiß es nicht. Sind Durchgangsbahnhöfe nicht viel besser? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt und was ihr da so besser findet. Kopf- oder Durchgangsbahnhof? Welcher Ort oder welcher Bahnhof ist besser zum Spotten? So, wir haben Ausfahrt um 15:11 Uhr, also keine Minute mehr. War denn schon jemand von euch in Frankfurt Hauptbahnhof spotten und kann mir vielleicht Erfahrung sagen und ja, ob es sich lohnt, dorthin zu fahren und dort zu spotten, würde mich interessieren. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben, Traingamer 39 Jahre und ja, lasst mir da gern alle Infos zukommen, wo es sich lohnt zu spotten. Und wo man gut hinfahren kann, wo man gut Rollmaterial sichten kann, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da Infos bekommen würde. Von euch, die schon Erfahrung haben und schon an diversen Bahnhöfen unseres Landes waren, die mir da weiterhelfen können. So, weiter geht's. Nächste Station, Stadion. Nächster Halt, Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Thank you.
So. Das haben wir auch noch gerade so pünktlich geschafft, nachdem wir ja gerade ein wenig verzögert losgefahren sind. Aber das wird uns jetzt nicht passieren. Auf geht's. Nächste Station, Gateway Gardens. Gar nicht so einfach. Und auf geht's in den Tunnel. Gateway Gardens. Next Station, Gateway Gardens. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hupsa, 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 hupsa. Naja. Das wird wahrscheinlich nicht ganz hinhauen, aber c'est la vie. Ah, wir kriegen doch einen Haken. So, nächste Station Flughafen. Da haben wir Glück gehabt.
Nächster Halt, Flughafen Regionalbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich glaube, wir können uns doch ein klein wenig Zeit lassen zum Vorziehen. So, das dürfte aber auch reichen. Oder? Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Naja, das reicht. So, Flughafen. Und dann sind wir gleich auch schon in Kelsterbach. Natürlich noch Feuer raus aus diesem Tunnel. So, und da ist Kelsterbach in Reichweite bzw. in Sichtweite. Nächster Halt, Kelsterbach. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
So. Wunderbar, gerade noch geschafft. Mit ein wenig Mithilfe. So, das war's dann endgültig mit diesem Szenario und mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Fahrt von Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis hierher nach Elsterbach. Und ja, insgesamt waren es 2 Videos. Und ja, es waren 2 kleine schnucklige Videos und aus dem Hause Festes im Sounddesign. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben sie sehr gefallen. Ist mal was anderes, ein bisschen S-Bahn fahren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der den nicht spielt, das. Bye, bye.